Jetzt komme ich. So. So. Oh. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Ja. Schaukeln ist ihr gemeinsames Hobby. Er ist 28, sie 101. Bald hat sie Geburtstag. Jetzt bist du 101. Dann bin ich 102. Ja, richtig. Du willst 102. 102. Ja. Altes Weib. Sie sind Mitbewohner. Und noch mehr. Soll ich unser Lieblingslied spielen? Unser Lieblingslied, ja. Ohne dich kann ich nicht sein. Ohne dich kann ich nicht sein. Hochinteressant. Hochinteressant. Hätte ich nicht gedacht. Aber macht Spaß. Ich habe auch mir nicht gedacht. Ich hätte auch mir nicht gedacht. Sonntagmorgen in der Wohnung von Agnes und Amir. Ich gehe Frühstück machen. Jetzt gehst du Frühstück machen. Und ich sitze hier. Du sitzt hier und ich bringe dir das Frühstück. Aha. Ja? Okay. Okay. Rennt nicht weg. Ich setze mich. Bin ja. Nee, rennt nicht weg. Nein, ich renne warte nicht. Warte auf mich. Ich warte auf dich. Okay. Ich warte auf dich. Ich habe Hunger. Oft geht Amir schon morgens aus dem Haus. Heute aber hat er frei. Wenn ich zu Hause bin, kriegt sie so Luxury-Frühstück. Amir Farahani ist vor 2 Jahren aus dem Iran geflüchtet. Er macht in Berlin eine Ausbildung zum Pfleger. Vor rund 10 Monaten ist er bei Agnes Jeschke eingezogen. Ich arbeite nicht bei Agnes, ich wohne bei Agnes. Und sie ist wie, richtig wie meine Mutter geworden, wie meine Omi geworden. Und ich liebe sie und ich behandle sie, wie ich behandelt werden möchte. Ja, wie spät ist es denn? Schon sehr spät. 11:30. Ja? So, Madame. Ah, jetzt kommst du. Endlich kommst du mit dem Frühstück. Agnes Mann ist vor 30 Jahren gestorben. Seitdem lebte sie allein in ihrer Wohnung. Kinder hat sie keine. Madame ist nicht mehr die Jüngste, oder? Nein. Zusammen schmeckt's besser, findet sie. Wäre Amir nicht bei ihr eingezogen, hätte Agnes ins Pflegeheim gemusst. Ich wollte nicht in ein Heim gehen und da bin ich hier gelandet. Bei ihm. Und du jetzt, hast mich aufgenommen. Ja, ich habe ihn aufgenommen und nun frühstücken wir gemeinsam. Ja, ich helfe ihr, wann und wie ich kann. Ich tue das Gleiche, wir verstehen uns wie zwei linke Latschen. Genau. Agnes wohnt seit rund 50 Jahren in ihrer Zwei-Zimmer-Wohnung in Berlin. Sie schläft im Schlafzimmer. Amir nebenan, im Wohnzimmer. Seine Sachen passen in einen Reiseschrank. Dieser Teil gehört mir. Ich schlafe auf Sofa und das ist meine Sachen, mein Laptop. Und ich arbeite meistens am Tisch. Ich will nicht die Wohnung quasi verändern, anders gestalten. Und damit Agnes sich wohlfühlt, zurechtkommt. Amir nimmt sie mit in seine Welt. Agnes hat ihr Leben lang als Chefsekretärin in einer großen Firma gearbeitet. Viel Zeit zum Ausgehen war nicht. Jetzt schon. Eine Shisha-Bar in Berlin-Schöneberg. Hier kennt man die beiden. Agnes hat sich daran gewöhnt, seit sie über 100 ist, in junger Begleitung auszugehen. Ja.
Okay. Mit so einem jungen Mann habe ich ein Rendezvous. Immer. Immer. Jetzt zieh mal deine Jacke aus. Ist zu warm. Ist dir warm? Okay. Jetzt ist es zu warm. Jetzt ist es zu warm. Jetzt hast du viel gemacht. Jetzt ist es dir warm. Das freut mich. Dass Menschen im Alter oft allein gelassen und ins Heim gesteckt werden, findet Amir falsch. Seitdem ich bei ihr wohne, hat wirklich ihr Gesundheitszustand sich verbessert. Ich sage immer so, was die Liebe ausmacht. Ich glaube, wir können mehr leben, als wir denken, wenn wir in der Gesellschaft bleiben. Ich bin nicht gerne alleine. Kann ich nicht dafür. Dann fange ich an zu weinen. Er muss mich immer mitnehmen, ob er will oder nicht. Nur zur Arbeit nimmt er mich nicht mit. Ja, richtig. Nur auf der Arbeit kann ich dich nicht mitnehmen. Amir ist wegen seiner Homosexualität aus dem Iran geflohen. Zu seinen Eltern hat er kaum Kontakt. Agnes ist für ihn auch Familienersatz. Was, wenn sie mal nicht mehr ist? Es wäre schon hart, auch für mich. Das wäre, weil ich keine habe außer ihr in Deutschland. Sie wartet nur auf mich in der Wohnung, wenn ich auf der Arbeit bin. Also ich komme nach Hause nur wegen ihr. Das ist schön. Die Brücken zu seiner Heimat hat er abgebrochen, sich ganz darauf konzentriert, anzukommen. Aber etwas hat er doch mitgenommen, seine Leidenschaft für Futsal, Hallenfußball. Im Iran ist Futsal sehr populär. Seit kurzem spielt Amir beim SC Siemensstadt in der Berliner Regionalliga. Sein Ehrgeiz ist groß. Mein Ziel ist, irgendwann für deutsche Mannschaft spielen. Und nicht nur für deutsche Mannschaft, sondern gegen iranische Mannschaft spielen. Damit ich zeige, was sie verpasst haben, verloren haben. Ja. Amir spielt Futsal, seit er 10 Jahre alt ist. Zuletzt war er Torwart seiner Teheraner Mannschaft. Fußball war für mich alles, was ich da machen, im Iran machen könnte. Das war mein einziger Hobby, meine einzige Erholung, mein einziger Traum. Ein Traum, der zerschellte. Als herauskam, dass er anders ist, anders als von der Islamischen Republik Iran gewünscht, wurde Amir gemobbt und flog aus dem Team. Nur eine von vielen Erfahrungen, an die er sich nicht gerne erinnert. Als Homosexuell, du solltest dich irgendwie verstecken. Weißt du, du konntest nicht so sein, wie du bist. Und das tut weh, das tut jeden Tag, tut weh. Jeden Tag wurdest du ausgelacht, ausgeschlossen, diskriminiert. Auch seine Familie hat ihn nicht akzeptiert. Wenn deine Familie dich ausschließen, hast du nichts. Du hast nichts. Amir ist jetzt in Deutschland als Flüchtling anerkannt. Ich habe mich in Deutschland aufgebaut durch meine Freunde, durch die Vereine, Organisationen, die mir geholfen haben. Organisationen wie der Lesben- und Schwulenverband haben ihm dabei geholfen, einen sicheren Aufenthalt zu bekommen. Ich bin glücklich, dass ich hier wohnen, leben darf, kann. Dass ich so sein, dass ich will. Sein Highlight im letzten Sommer. Der Christopher Street Day. Schon im Iran hatte Amir gehofft, einmal selbst dabei zu sein. Und das habe ich realisiert. War wirklich geil. Ich habe nie so viele Leute auf der Straße gesehen in meinem Leben. Das war wirklich ein. Das war auch mein Geburtstag, weißt du? Die letzte Christopher Street Day war mein Geburtstag. Ich kann nicht es beschreiben. Das war wirklich geil.
Einen festen Partner hat Amir nicht. Aber selbst wenn, an seinem Leben mit Agnes würde das nichts ändern, beteuert er. Zurück in ihrem Mikrokosmos. Im Gegensatz zu Agnes habe er die Zeit, alles nachzuholen, was er will. Im Moment will er so viel wie möglich für sie da sein. Bin ich denn noch schön? Du siehst immer schön aus. Haarspange. Ein Haarspange und auch noch ein Gedicht. Ein Gedicht. Ja. So, damit ihr seht, wie schön ich aussehe. Dreimal täglich kommt ein Pflegedienst zu Agnes. Den Rest der Zeit kümmert sich Amir. Hilft beim Anziehen oder auch bei der Körperpflege. Offiziell ist er Untermieter und ehrenamtlicher Pfleger. Ich verzichte viel auf die Dinge, die wegen Agnes ich machen kann. Und dafür bin ich nicht unzufrieden, weil ich selbst ausgewählt habe. Ich will Agnes Wunsch realisiert werden, verwirklicht werden, umgesetzt werden. Und das kann ich machen. Dass es dazu gekommen ist, liegt an Agnes langjährigem Freund Uwe Eberlein. Na, wer kommt denn da? Na, wer ist denn da, mein Schätzchen? Lange nicht gesehen. Vor knapp einem Jahr hat er auf der Internetplattform WG gesucht, mit Hilfe seiner Tochter eine Anzeige geschaltet. Kostenlos wohnen gegen Gesellschaft für ältere Dame. Denn Agnes hatte einen gesetzlichen Vormund und der wollte, dass sie ins Pflegeheim umzieht. Es war praktisch einen Tag nach ihrem Geburtstag anberaumt. Er sagte auch, notfalls kann sie auch gegen ihren Willen ins Heim verbracht werden. Diese Rechte, diese Macht hat ein Betreuer. Eine Pflegeausbildung war keine Voraussetzung, aber bei Amir ein glücklicher Zufall. Außer ihm meldeten sich noch 22 Bewerberinnen. Ich wurde erst 100. Waren alles Frauen jungen und mittleren Alters, die sich dafür interessiert hatten. Und er, der Amir, war dann der einzige junge Mann. Und er sagte als erstes zu mir, warum Frau? Ich kann das auch, hat er gesagt. Ich bezahle keine Miete und ich mache eine Pflegeausbildung und ich kann die Ausbildung umsetzen bei ihr. Weißt du, das war meine Idee und ich kann ihr richtig helfen. Eine Hilfe, die auch Lebensfreude bewahrt. Dancefloor im Wohnzimmer. Seit Amir da ist, ist immer was los im Leben der 101-Jährigen. Stell dich um. Kann ich. Kann ich. Doch, kannst du. Kannst du Bauchtanz? Nein. Bauchtanz. Ja. Das war nicht immer so. Als sie sich kennenlernten, war Agnes weit weniger in Form. Zum Teil sogar desorientiert. In den ersten Monaten konnte Amir kaum eine Nacht durchschlafen. Du bist so jung geworden. Manchmal hat viel geweint und weint. Sie bekommt Panik wegen der Einsamkeit und sie hat sich noch nicht an mich gewöhnt. Sie hatte mich aufgeweckt, zum Beispiel in der Nacht um 3 Uhr, 2 Uhr. Und ich hatte Frühdienst, ich musste um 5 oder 4 Uhr aufstehen. Und sie sagte, ja, wir müssen tanzen gehen. Meine Liebe, jetzt ist in der Nacht, alle Clubs sind zu. Was, wir tanzen? Lass mich bitte schlafen. Hab ich gesagt, tanzen gehen? Nö, manchmal, du sagst, dass wir tanzen gehen müssen. Sind aber nie gegangen. Dafür gehen sie schwimmen. Amir hat einen Badeanzug für Agnes gekauft. Im Iran hat er Sport studiert und nebenbei als Schwimmlehrer gejobbt. So kommt Agnes nun in den Genuss eines persönlichen Aqua-Fitness-Trainers. Du kannst deine Beine bewegen. Jawohl. Jawohl. Kannst du gut. Ja. Morgen früh normalerweise hat sie keine Lust. Und danach fängt an. Ja. Dann fängt es an. Ja, dann fängt es an. Dann fang ich an zu schwimmen. Vielleicht kann ich noch schwimmen. Du kannst noch schwimmen? Ja, weiß ich nicht. Amir will Agnes Abwechslung und Bewegung bieten, aber sie zugleich nicht überfordern. Eine große Verantwortung für den 28-Jährigen.
sie ist ganz empfindlich, sie ist 101. 101? Obwohl, ja, man muss nicht vergessen, du bist 101. 101. Obwohl du so fit aussiehst, ja, ja. Aber du darfst nicht viele anstrengende Sachen machen. Aha, warum denn nicht? Solch ein gemeinsamer Schwimmbadbesuch wie dieser wäre in Amirs altem Leben im Iran undenkbar gewesen. Da herrscht ein Diktator. Na sag mal, warum denn das? Da herrscht ein Diktator, deswegen darf man nicht mit Frauen und Männern zusammen ins Schwimmbad gehen. So ein Quatsch. Ah, wunderbar. Wunderbar, wo bist du denn? Hallihallo. Was Amir längst klar geworden ist, sein Engagement für Agnes verlangt ihm einiges ab. Aber es bringt ihm auch viel mehr als nur ein Dach über dem Kopf. Aber mein eigenes Leben ist verbunden mit ihr. Solange sie sich freut, solange sie gesund ist, ich fühle mich glücklich. Schön gemacht. Ja. So, ich verrückne mich. Ah, tschüssi. Tschüssi. So besonders ihre Verbindung ist, so zerbrechlich ist sie auch. Agnes liegt im Krankenhaus. In der Nacht bekam sie plötzlich Fieber. Amir hat den Notarzt gerufen. Wegen Corona gilt ein Besuchsverbot. Erst nach langem Warten darf Amir kurz bei Agnes vorbeischauen. Die 101-Jährige hat einen bakteriellen Infekt. Es geht ihr nicht gut. Und das tut mir wirklich leid. Ich erinnere mich. Ich erinnere mich an den Tag, den ich Agnes kennengelernt habe. Sie war richtig so desorientiert zur Person, desorientiert zur Zeit, desorientiert zum Ort. Weißt du, tut mir leid, ich hab viel daran gearbeitet, bis Agnes jetzt so ist, wie wir sehen, so lebensfreudig, so lustig. Ich musste ihr dumme Zeug erzählen, bis sie mich wieder erkennt. Ja, wir gehen schaukeln. Ich bin in der Wohnung und ich warte auf dich, bis du zurückkommst. Wirklich ist es schwer zu ertragen. Vier Uhr morgens, Berlin-Marienfelde. Amir macht sich fertig für seinen Frühdienst. Agnes ist seit einer Woche im Krankenhaus. Es geht ihr langsam besser. Aber wann sie entlassen wird, ist noch unklar. Die Wohnung ist ohne Seele. Ohne, wirklich ohne Leben. Und ist langweilig. Ich machte immer Feierabend nur wegen Agnes. Um 6 Uhr beginnt seine Schicht. Amir ist im zweiten Lehrjahr der Ausbildung zur Pflegefachkraft. Für die Entscheidung, in der Pflege zu arbeiten, gab es einen guten Grund. Ich könnte durch Pflege meine Zukunft absichern. Nie wird man arbeitslos. Es gibt immer Krankheit, es gibt immer Menschen und es gibt immer Pflege. Den praktischen Teil seiner Ausbildung absolviert er in einer Pflegeeinrichtung für Palliativ- und Wachkoma-Patienten. Ich stelle das Bett ein bisschen hoch, ja? Jawohl! Gut! Freut mich! Der Patient kann sich nicht äußern, aber mit den Augen sein Einverständnis zeigen. Amir wechselt ständig zwischen Berufsschule und Praxis. Den Personalmangel in der Pflege bekommt er auch als Azubi zu spüren. Wir haben kaum richtig Zeit für den Patienten. Wir wollen, aber wir können nicht. Wie ich mit Agnes gerade wohne, wie ich sie in der Wohnung versorge, wie ich sie in der Wohnung pflege, das gefällt mir. Das ist meine Welt. Ich kann richtig sie so pflegen, wie ich gelernt habe. Agnes hat das Schlimmste überstanden. Sicherheitshalber bleibt sie noch im Krankenhaus. Amir darf sie besuchen. Moin, Schätzchen.
Moin, Schürzchen, ich liebe dich. Weißt du? Weißt du, ich hab dich vermisst. Ja, das weiß ich. Ich dich auch. Ja, ich liebe dich sehr, sehr. Vor oder nach der Arbeit kommt er ins Krankenhaus. Es geht bergauf. Und mir schmeckt das so gut. Ja. Fast 3 Wochen später. Agnes wird entlassen. Und ich freue mich riesig drauf. Die Seele der Wohnung kommt wieder nach Hause. Die Queen. Ja, meine Süße. Wie, was? Jo, ich bin da. Alter Mensch, schau mal. Das Mensch, warum weinst du? Warum weinst du? Vor Freude. Vor Freude? Ja, ich süß. Ich liebe dich. Die Krankheit ist überstanden. Jetzt müssen Geist und Seele wieder aufgepäppelt werden. Mein Amir, jetzt habe ich dich vermisst. Jetzt, wir sind wieder zu Hause. Gott sei Dank, wie sehe ich denn aus? Nicht hier auf wie eine alte Hexe. Eine alte Hexe. So, warte mal, ich mache dich schön gleich. Jetzt machst du mich erstmal schön. Siehst du, Amir, das ist richtig, was du machst. Jetzt, wenn sie bei mir ist, ist sie wieder alte Version. Alte Version. Wir gucken, wie ich aussehe. Donnerwetter. Donnerwetter. Sieht aber aus. Jetzt wie eine Prinzessin. Wie eine Prinzessin. Hast du gut hingekriegt. Nach einer halben Stunde in ihrer vertrauten Umgebung ist Agnes schon wieder ganz die Alte. Warum ich ihn so liebe? Ja, ich liebe ihn eben so. Er ist ein gut aussehender junger Mann. Ja. Und das nutze ich natürlich auch ein bisschen aus. Nur weil ich gut aussehe? Natürlich. Amir hat einen Nebenjob als Pflegehelfer. Er kann so sein Ausbildungsgehalt aufbessern. Der junge Iraner hat sich dafür gezielt das jüdische Krankenhaus in Berlin-Wedding ausgesucht. Er möchte ein persönliches Zeichen setzen gegen die antisemitische Haltung des iranischen Regimes. Damit ich zeigen will, dass unser Volk, also iranische Leute, denken anders. Und das ist nicht unsere Einstellung. Auf der neurologischen Station assistiert er den Pflegern und kümmert sich um einen Schlaganfallpatienten. Pflege im Beruf, Pflege zu Hause. Wie stellt er sich seine Zukunft vor? Wenn Agnes nicht mehr sein sollte, ich suche jemanden anderen. Ja, ich suche jemanden anderen. Weil ich finde, so kann ich besser arbeiten, so kann ich besser leisten. Agnes hat derweil Besuch von ihrer Enkelin Birgit Jeschke. Eigene Kinder und somit Enkel hat Agnes nicht. Aber ihr verstorbener Ehemann Otto hatte Kinder aus erster Ehe. Für sie ist Agnes wie eine Oma. Ich glaube, Opa ist, glaube ich, 92 verstorben. Und sie hat dann immer gesagt, ich mache auch nicht mehr lange. Und ich habe ihr immer gesagt, du wirst 100. Und hat sie mir gesagt, sag sowas nicht. Ne? Und jetzt will sie 120 werden. Jetzt übertreibt sie aber, wa? Immer lustig, immer spontan. Ja, ja. Ja, ja. War sie eigentlich schon immer eine Lustige. Und immer diese Sprüche. Also die hatte sie schon früher. In ein paar Wochen wird Agnes ihren 102. Geburtstag feiern. Zeit, die letzten 100 Jahre Revue passieren zu lassen. Da war ich ein Kind. Da warst du ein Kind. Da war ich ein Kind. Im April 1920 wurde Agnes geboren. Ihre Eltern starben früh. Sie wuchs in Bad Liebenwerda im Kloster auf. Da war ich noch jung. Ihre erste große Liebe verlor sie im Zweiten Weltkrieg. Das war der erste Mann, den ich hier hatte. Und das kommt dann alles so nach. Das kann man ja nicht von heute auf morgen vergessen. Soll mal hier einen Schnaps trinken. Mit 18 zog Agnes nach Berlin. Hier lernte sie ihren Ehemann kennen. Beide arbeiteten viel.
Agnes reiste für ihr Leben gern, auch nach Ottos Tod. Doch je älter sie wurde, desto einsamer wurde es um sie. Inzwischen hat ihre Enkelin die gesetzliche Vertretung für sie übernommen. Und Amir trat in ihr Leben. Sie war ja vorher doch sehr viel alleine und halt auch traurig. Na, ist ja total langweilig, wenn keiner mehr da ist. Ne? Ja. Und sie ist total aufgeblüht, weil er ja auch mit ihr Dinge unternimmt. Die gehen raus, die gehen auf den Spielplatz, die gehen spazieren. Ja, na, und ich glaube, sie hat mal vor ein paar Wochen gesagt oder auch vor ein paar Monaten, sie hatte noch nie so viel Spaß in ihrem Leben. Und die sind ja beide auch wie Latsch und Bommel, ne? Ein Kick und ein Ei. Wa? Ihr seid ein Kick und ein Ei, du und Amir. Das ist wahr. Hallihallo. Amir kommt von der Arbeit und hat etwas Besonderes vor. Ein Ausflug steht an. Doch davor liegt ein Hindernis. 4 Etagen. Halt dich weg. 1, 2, 3. Ja, ich bin verrückt. Der Fahrstuhl streikt mal wieder. Das ist schon sehr lange. Ja. Das hätten sie schon längst reparieren müssen. Ja, ist. Aber ich kann das nicht ändern. Seit 3 Wochen haben wir keinen Aufzug. Nee. Deswegen, ich schleppe sie nach unten und nach oben, ja. Überall. Musst du mich immer schleppen. Wir fliegen zusammen. Nächster Halt, der Berliner Zoo. Guck mal, der Elefant. Da, geradeaus. Ja, jetzt sehe ich ihn. Jetzt siehst du. Wo gehen wir essen? Hast du Hunger? Ja. Der Weg zum Zoo-Restaurant wird von Tieren gesäumt, die Agnes lange nicht gesehen hat. Wann war sie überhaupt zuletzt im Zoo? Sie weiß es nicht. Ist auch gerade gar nicht so wichtig. So, meine Liebe. Kann ich anfangen? Kannst du anfangen. Er, Neuankömmling in einem fremden Land. Sie, allein im hohen Alter. Das ist das. Einsamkeit ist unsere Gemeinsamkeit, weißt du? Ich war einsam, sie war einsam und jetzt wir sind zusammen. Du isst schon, oder? Du isst zu viel, Madame. Madame. Und da Amir Agnes inzwischen gut kennt, hat er stets eine spezielle Notfallration dabei. Nachtisch muss sein. Komm mal her. Was denn? Willst du mich küssen? Einmal links, einmal rechts. Wegen der Symmetrie. Wegen der Symmetrie, ja, ja, immer. Nach einem erlebnisreichen Tag geht es wieder nach Hause. Kräfte sammeln, denn schon bald steht ein großes Ereignis an. Ein paar Wochen später. Ich sehe aus wie eine Vogelscheuche. Ich sehe aus wie eine Vogelscheuche. Kommt doch eine Taxi oder was? Kein Taxi, dafür ein Rollstuhl, der sich sehen lassen kann. Jetzt können wir gehen. Jetzt könnt ihr gehen. Ach, ihr geht da lang? Jetzt gehen wir da lang. Morgen kommen wir an. Morgen kommen wir an, ja. Heute ist Agnes Geburtstag. Ja, ich bin 102 geboren, ja. Jetzt bin ich 102. Ich könnte mich amüsieren. Das sorgt für Aufsehen. Ja, ja. Ja, danke. Dankeschön. Ein Jahr voller gemeinsamer Erlebnisse liegt hinter ihnen. Ein Jahr auch verbunden mit Sorgen, als Agnes im Krankenhaus lag. Wir haben viele zusammen Schwierigkeiten durchgemacht. Und ich bin wirklich freue mich darauf, dass sie jetzt zu ihrem Geburtstag gesund ist. Wir können auch zusammen feiern.
Sie feiern mit Agnes Freundin Christa und Enkelin Birgit. Auch ihr alter Freund Uwe Eberlein ist gekommen, um zu gratulieren. Guck mal, ist die schöne Torte. Oh, schöne Torte, danke. Schau mal hier. Danke. Ich komme eh nicht mal wieder. So, oh, oh. Wunderbar. Hoch soll's leben, dreimal hoch. Für 102 Kerzen ist kein Platz, aber pusten muss sein. Erstmal, du solltest dir wünschen. Was wünschen? Ich wünsche mir nur Gesundheit. Schön. Jetzt kannst du auspusten. Auch für Agnes und Amir ist es ein Jubiläumstag. Seit einem Jahr kennen wir uns. Ach, so lange? Ja, so lange. Naja, dann müssen wir zu wollen. Und wir heute stoßen auf deine Gesundheit, auf dich an. Danke. Vielen Dank, dass es das Wichtigste wo gibt. Ja. 102, das ist schon Hut ab, wa? Das ist mein engster Freund. Ja, der hat alles gemanagt. Gemanagt, ja, cool, du kennst dieses Wort. Ja. Schön. Ja? Ja. Habe ich für dich ausgewählt, verwendet. Ja. Eins, zwei, drei, Prost. Auf die nächsten 18 Jahre, so der Plan. Ihre Lebensgemeinschaft ist ein Modell mit Zukunft. Davon sind die beiden überzeugt.